Wenn ich Konsum höre, dann denke ich an Drogen erstmal. Und ja, danach an Kapitalismus. Wenn ich das Wort Konsum höre, denke ich in erster Linie an Drogen- oder Alkoholkonsum. Ich würde sagen, es gibt einfach super viel, was man am Konsum im Ganzen kritisieren kann. Ich glaube nicht, dass in unserer heutigen Welt viele Leute ihren Konsum super kritisch betrachten, einfach dadurch, dass wir in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der das zum Alltag gehört, irgendwas zu konsumieren und in der man eigentlich gar nicht mehr ausbrechen kann aus irgendeiner Art von Konsum. Ich denke aber, dass die Auswirkungen des übermäßigen Konsums auf jeden Fall am Klimawandel festzumachen sind, gerade hinsichtlich des Earth Overshoot Days. Ich glaube, der Konsum hat sehr weitreichende Auswirkungen und vor allem trägt er zu sehr viel Ungerechtigkeit auf der Welt bei, weil im Grunde hier musst du zwar Geld haben, aber wenn das gegeben ist, dann kannst du dir alles, was du möchtest, innerhalb von relativ kurzer Zeit kaufen, konsumieren. Und ich glaube, da sind wir einfach in einer sehr privilegierten Position. Ich glaube, man kann sich seines eigenen Konsums besser bewusst werden, indem man mal einfach um sich herum schaut und guckt, wie viele Sachen habe ich, wo kommen die Sachen her, und wenn ich mir neue Sachen kaufe, wie kann ich darauf achten, dass sie vielleicht fair hergestellt sind oder überhaupt brauche ich die Sachen. Also einfach nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken, ist es jetzt überhaupt sinnvoll, dass ich mir etwas anschaffe. Die Dinge secondhand zu kaufen, gerade in Bezug auf Kleidung ist das ja super einfach, aber auch in Bezug auf Technik, einfach um die Nachfrage nicht weiter zu steigern. Aber und eben aufgrund dessen, wenn die Nachfrage weniger gesteigert wird, dass demnach auch die Ressourcen in der Natur bleiben und nicht verwendet werden. Was natürlich schwierig ist als Einzelpersonen, aber wenn viele einzelne Menschen anfangen so zu denken, dann denke ich, könnte das auf jeden Fall ein Weg sein, sich das besser bewusst zu machen. Oft ist es halt nur so, okay, ich möchte das und ich kann es mir holen, deshalb mache ich das jetzt auch. Aber ja, das geht halt auch wieder zum Thema der ganzen Ressourcenverschwendung. Meistens, wenn man sich was Tolles, Neues kauft, liegt es nach einem halben Jahr auch einfach nur in der Ecke und wird nicht mehr angefasst. Ja, genau.